Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, heute euch mal wieder eine meiner neuesten Errungenschaften zu zeigen, und zwar den M4A1 Revularise. Ja, genau, so spricht man den im richtigen Französisch aus. Also jeder, der euch was anderes erzählt, der lügt. Wir haben hier einen mittleren Stufe 8 Premium-Panzer mit einem nicht verbesserten Matchmaking. Immer ganz wichtig, die Leute denken immer, oder teilweise sagen sie, ich hätte es nicht gesagt, ich sag's aber meistens. Also nochmal hier ganz deutlich ein nicht verbessertes Matchmaking. Das heißt, der kommt auch in Zehnergefechte. So wie eigentlich jeder andere Panzer, der auch Premium-lastig erscheint, kein verbessertes Matchmaking mehr hat. Ja, dieser Panzer ist eigentlich jetzt nicht unbedingt für seine Schnelligkeit bekannt. Also hier wiederum, man sieht, Höchstgeschwindigkeit 40 km/h ist okay. Jetzt aber auch wirklich noch nicht der Speedy Gonzales unter den Panzern. 460 PS, 1400 HP, und die Panzerung, die seht ihr, wirklich sehr, 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 sehr weich. 50, 38, 38, und die Turmpanzerung nicht wirklich viel besser. 63, 63, 63. Der Standardschaden schauen wir uns vielleicht anhand der Kanone nochmal an. Ist hier ein bisschen schöner. Da sieht man Durchschlag normal 200 mit Premium 250, verschießt Heat als Premium-Granate und macht dann 390 Schaden. Also der Alpha wiederum für einen mittleren Panzer sehr angenehm. Ich habe ihn jetzt, spiele ihn mit Lüfter, mit Ansetzer, und hier habe ich einfach ein bisschen gespart, dass ich Optik spiele. Normalerweise würde ich empfehlen, entweder den Richtantrieb oder den Stabilisator, je nachdem, wie ihr den gerne spielen wollt. Ja, genug zum Panzer, beziehungsweise vielleicht noch auf die Crew kurz einzugehen. Klassische mittlere Crew für die Franzosen, das heißt ein Kommandant, ein Richtschütze, ein Fahrer und ein Ladeschütze. Also da ist für jeden was dabei. Gut, nun aber ab ins Gefecht und lasst uns mal schauen, wie er so performt. Hallo, und da sind wir also jetzt auch schon im Gefecht auf der Karte Ensk. 7er, 8er, 9er Gefecht. Ja. Ich persönlich werde ja immer ganz gern bei Premium-Videos gefragt, so von wegen, hey Alcaramba, sag mal, würdest du den kaufen? Und ganz ehrlich, wenn ich einen Tier 8 Premium mittleren Panzer der Franzosen wollen würde, beziehungsweise ja auch mehrere habe, inklusive dem hier, dann würde ich nach da drüben schielen, zu dem CDC. Weil der CDC hat exakt die gleichen HP, er ist deutlich flinker, er hat eine deutlich schnellere Einzelzeit, er hat eine deutlich bessere Gun Depression. Und der einzige Nachteil, er hat einfach nicht den Schaden, den Alpha, den der M4A1 hat. Dafür hat der CDC aber wiederum einen besseren Durchschlag. Am Ende will ich keinen irgendwo reinreden, was er machen soll. Ich persönlich werde ja immer gefragt, und deswegen meine Meinung, der M4A1 ist was für Sammler, so wie mich. Also da kann man den auch ruhigen Gewissen kaufen. Wenn ihr aber wirklich sagt, okay, nee, ich brauche einfach jetzt was, was für meine Crew ist, dann kauft euch den CDC. So wie ich den Medium auslege, mal schnell von Kartenraum zu Kartenraum flitzen, kurze Snapshots machen und sonstiges, das ist einfach mit dem CDC möglich. Weniger jetzt eben mit dem M4A1. Oder wenn ihr sagt, einfach ein 8er Tier 8 mittleren Premium-Panzer, auch dann kann ich euch den Patton zum Beispiel empfehlen. Also es muss nicht für meine Verständnisse unbedingt hier der M4A1 sein. So, das war jetzt mal meine Meinung zu dem Panzer. Ansonsten, wie solltet ihr den spielen? Er ist definitiv nicht für die erste Reihe gedacht. Dafür ist er einfach viel zu weich. Sondern zweite Reihe, snipen, unterstützen, schön flankieren, in die Seite fahren, den Alpha-Schaden ausnutzen. Dafür ist er super. Naja, dass das nicht geht, das war zu erwarten. Und vom DPM ist er auch kein Monster, weil da ist einfach so der DPM, der Reload ist zu lang. So. Jetzt fährt er da zurück. Was ist denn jetzt hier los? Alter Verwalter. Ich hau ab. Ich bin aber sowas von raus. Guckt euch mal die Meute da hinter mir an. Das ist ja unglaublich. Boah, gerade noch so rum. So viel Gegner. Alter Schwede.
Also wie gesagt, solche Varianten in die Seite schießen. Oder ins Heck. Das geht gut, wenn ihr so am besten so ein bisschen unbeachtet bleibt. Der ging nicht durch. Den mal gekettet. Jetzt capt unser Team. Ganz, ganz clever eigentlich. Aber ich glaube, da wird nochmal zumindest ein Decap kommen vom T10. Ja, der war zu erwarten. Wir haben sie nicht mehr angekratzt. So, jetzt bräuchte ich da Hilfe. Nee, es ist also so schnelles Aimen. Ist nicht so einfach. Sondern da wird ein bisschen Fingerspitzengefühl gebraucht. Oder sowas wie jetzt, dass da einfach einer von der Seite rumkommt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Aber dann klappt halt auch sowas wieder nicht. Ja, okay, jetzt hat er den ersten Schuss, aber ich habe den Nachschuss. Oder der Tief, genau. Nee, da komme ich so nicht hinterher, wie ich hinterher kommen wollen würde. Aber der E75 hat hier gut Probleme. Deswegen warten wir hier jetzt einfach mal. Oh oh. Ja, sehr schön vom T49. Hat er gut gemacht. Da IS-3. IS-6. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt hat der IS-3 geschossen. Deswegen haben wir den Nachschuss. Beziehungsweise den brauche ich gar nicht mehr. Und der T10. Das war doch ein enges Gefecht. Aber unterm Strich für uns gut laufend. Kritischer Treffer. Kritischer Treffer. Jetzt warte ich auf den T49. Braucht den T49. Er hat geschossen. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Brauchst hier gar nicht so wild rumfahren, T10. Ich hätte verschossen, aber der T49, Gott sei Dank, war hinter mir. Und so spielt man sowas zu zweit runter. Einfach ganz entspannt bleiben, warten, bis das Teammate kommt und dann geht's auch. Hab jetzt ein bisschen mehr Premium verschossen als eigentlich gewollt, aber gut, es war ein 9er-Gefecht und dementsprechend ist es mal okay. Wir sehen Teamauswertung. Ich habe 2352 Schaden gemacht, 973 XP eingefahren. Und es gab unterm Strich noch 40.000 raus. Hätte ich kein so viel Premium geschossen, wären es 77.000 gewesen. So mal als reine Hypothese. Ja, das war mein Gefecht. Ehrlicherweise auch mein, wie man sieht, mein Bestes bisher überhaupt. Also von dem her war ich jetzt ganz zufrieden mit dieser Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt so ein bisschen mal einen Einblick von dem Panzer bekommen. Und wünsche euch alles Gute bei eurem zukünftigen Kauf bei World of Tanks. Und bis zum nächsten Mal, euer Karamba.